Was geht? Servus. Was steht an? Was ist hier los? Ich komme gar nicht klar auf die Kamera. Ich auch nicht. Ich fühle mich gerade richtig komisch, Freunde. Ich filme gerade mit dieser Kamera von Saskia, weil unsere Kamera gerade nicht da ist. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Den Inhaltbrüdern. Freunde, wie ihr seht, sind wir gerade bei mir in der Wohnung. Ja, wir boosten uns jetzt erstmal auf mit Booster und gehen dann ins Training. Heute werde ich euch endlich zeigen, mit wem ich überhaupt zusammenziehe. Ob ihr diese Person schon kennt, weiß ich gar nicht. Nein, Mann, das eigentlich ist ja das Krasse irgendwie. Das ist eigentlich das Krasse. Ja, seid gespannt. Ich bin auch gespannt und ich habe Bock einfach jetzt zu vloggen und einfach ins Training zu gehen. Ja, Mann, heute steht auch noch eine Kleinigkeit an und zwar braucht der gute Willi noch einen Schreibtisch und eine Kommode für sein Zimmer. Ja, Mann. Das wird heute besorgt nach dem Training. Der Nox-Shox, der ist schon geil, ne? Die Wirkung ist, finde ich, mit am krassen von allen Boostern. Das einzige kleine Problem ist, wenn ihr das Ganze ohne so eine Kugel oder so ein Sieb macht und das shakt, dann bleiben so Mini-Stückchen übrig. Add it up. Tschüsschen! Boom! Grün! Hey! Servus! Saskia! Let's go! Keep him, bro. Yeah! Der rappt einfach, I've got oats, ne? I've got oats. Okay, reicht mit Training, oder? Also wir trainieren noch, aber wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt übrigens auf dem Weg nach Ikea, aka wir sind jetzt gerade angekommen. Willi ist gefahren, gute Fahrt, Bruder. Hey, danke, Mann. Sehr gut gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben als Busfahrer. Top gemacht. Auch einfach die Leute sich ans Ziel bringen. Ja, finde ich auch. Da sind wir schon, Freunde. War ungefähr eine halbe Stunde Fahrt von uns. Easy peasy, lemon squeezy. Jetziges Ziel ist es auf jeden Fall, für Willi eine Kommode zu suchen und zu finden. Ich denke, das wird einfach. Und ein Ecktisch. Danke. Und ja, ich würde sagen, let's get it. Gucken wir mal, wie es voll ist. Wie es voll ist, ne? Am 27. Oder welcher Tag ist heute? 28. Wo ist die Einfahrt? Weiter, ne? Ja, ein bisschen weiter, oder? Ja, hier ist auch voll, oder? Nee, ich weiß nicht, Bruder. Hier links, ja? Hier ist richtig, ja? Perfekt. Schauen wir mal. Komplett full house, oder? Also, ja. Full. Full. Oh. Dika, dein Dutt ist einfach so groß wie dein Kopf. Ja. Sehr gut. Du hast gezeigt, erstmal Willi, was hier abgeht, ne? Ja, wir haben die abgezeichnet. Ja. Guck mal, die sind hier einfach eingezeichnet. Wohnzimmer, Restaurant. Alter. Alright, Freunde, wir sind hier gerade bei der ersten Station. Jetzt ist gerade nur die Frage, dieser Tisch in schwarz mit weißen Beinen oder in weiß mit schwarzen Beinen. Der passt halt von der Farbe ultra gut in Willis Zimmer. Das haben gerade Vika und Saskia festgestellt. Und der kostet halt 20 Euro mehr, weil der so eine Oberfläche hat, aber das juckt nicht. 1 zu 1 dasselbe, nur mit einer anderen Oberfläche. Da kannst du dich draufsetzen, ne? 100 Kilo Belastung. Boah, geht schon schwer. Perfekt, bei Digga. 98 Euro. Lüge. Ja, aber noch geht's halt. Ne? Saskia macht hier mit Vollspeed alles in Wagen. Alright, Freunde, wir haben jetzt gerade noch jeweils drei Hotdogs wie die sechs Hotdogs. Ja, nicht sechs, fünf Hotdogs gegessen, weil muss einfach aber sein. Aber das Problem ist, dass wir relativ spät angefangen haben und es war einfach nichts mehr da außer die Soßen. Ging aber auch einigermaßen klar. Jetzt wird der ganze Stuff nach Hause gebracht und wir haben jetzt ausgegeben, 700 oder so. Ja. Ich habe bis jetzt gar nichts gehabt, bis auf das Bett. Also bin ich jetzt insgesamt bei, sage ich noch nicht, ich sage euch bei der Roomtour, wie teuer alles war. Also wenn es euch interessiert, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass es euch auch interessiert, wie teuer die Einrichtung circa kostet, dann werden wir das Ganze auch einblenden oder so. Und, yes, zu Hause aufbauen. Mäßig an. Weil die Jungs mal wieder aufs Klöchen müssen. Oh, oh. Machen wir jetzt einen Einkaufs-Haul, was wir alles geholt haben. Wir haben eine neue Pflanze für Willi. Und die heißt Castiel bzw. Cass. Ja, also. Das ist ein Engel von einer Serie Supernatural. Wenn ihr die geguckt habt, dann schreibt Supernatural in die Kommentare. Hashtag Supernatural. Ja. Und
ich weiß nicht, ob Willi das schon gesagt hat, aber er macht sein ganzes Zimmer so im Schwarz-Weiß-Look. Das wird ganz cool. Deswegen haben wir eine weiße Decke. Nein, Spaß. Also ja, haben wir gekauft, aber so, diese brauchen schwarze wir. Warte, ich bin mal rein. Bügel. Schwarze Kleiderbügel. Ja, genau. Richtig nice. Die Kommode von Willi ist weiß, das heißt, und die ist offen. Und dann sieht man so die schwarzen Kleiderbügel, Akzente. Das ist richtig cool. Akzente, Leute. Es geht alles um die Akzente. Hier haben wir noch so eine Bowl. Eine Bowl. Eine Popcorn. Das ist die Popcorn Bowl. Das ist die Popcorn Bowl. Und ja, hier und haben wir noch ein paar Kartons. Hier haben wir noch ein bisschen Cola. Hier haben wir noch einen Cola. Kessel. So, Freunde, jetzt kommen wir auch langsam zum Titel des Videos. Und zwar enthüllen wir, mit wem ich überhaupt zusammenziehe. Also, ihr habt schon einige Kommentare geschrieben und euch gefragt, ja, Willi, mit wem ziehst du denn zusammen? Irgendjemand hat gefragt, mit Arthur und Saskia. Oder irgendjemand anders, Mädchen, Junge, wer wird sein? Ihr werdet es jetzt sehen. Auf jeden Fall korrekter Dude, wir kennen uns schon, was weiß ich, viele Jahre. Sei der Grundschule pipapo, aber ich würde gar nicht sagen, dass wir jetzt zu lange labern, sondern einfach mal ins Wohnzimmer rein. Nicht zu viel Zeit von der Wohnung, weil die Roomtour auch kommen wird. Wir sind gerade auf meinem Bett hier, aber die kommt, denke ich, dann demnächst, nächste Woche oder so. Aber jetzt kommen wir. Reicht das? Servus! Salando! Alles klar? Es geht ab. So, Freunde, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist? Ja, mein Name ist Edgar Richard. Ich kenne jetzt Willi schon ziemlich lange, seit 13, 14 Jahren ungefähr. Ich habe angefangen, Fußball zu spielen und alles. Ja, Mann. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustige Geschichte, wie das Wort zustande gekommen ist. Also vielleicht kennt ihr solche Freundschaften, man weiß, wer hinter seinem Rücken ist, beziehungsweise immer den Rücken stärkt. Man ist nicht mehr so, sag ich mal, wie damals, jede Woche um irgendeine Woche irgendwas machen hin und her. Dann haben wir uns vor. Fällt sich aus den Augen mit der Zeit. Ja, genau. Aber man weiß halt immer noch so, wenn man dann zusammenkommt nach einem Jahr, ist sogar bei uns passiert, man hat ein Jahr nichts nicht gesehen. Komplett einfach dasselbe. Und dann, das war wieder so, das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, zu meinem Geburtstag gesehen. Ja, dann haben wir ein bisschen angefangen, was zu machen wieder, und dann kam irgendwie zu einem Gespräch. Angefangen zu schreiben und so. Ja, und dann, so. Dann habe ich, glaube ich, angefangen zu lesen. Dann ja, genau, genau. Ein paar Bücher, genau, und genau. Da kam das alles. Ja, und dann, vor 2-3 Monaten, ey, ich habe Bock auszuziehen. Ja. Ey, so, hey, wie, ich habe auch langsam Bock, wie so. Warum nicht einfach zusammen was machen? Zack, ihm unser Kollege hat dann dieses Haus, sag ich mal, entdeckt oder beziehungsweise sein Dad vermietet dieses Haus. Hat einfach perfekt gepasst. Eine Woche später haben wir gesagt, wir rein da. Eine Woche haben wir gebraucht, um das alles zu klären, glaube ich. Ja. So wie das Schicksal wollte. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier drinnen. Ihr werdet den Dude öfter sehen in den Videos, auf jeden Fall. Schon, ja. Ab und zu ist er am Start und yes. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil gelaufen jetzt. Die Wohnung sieht heftig, heftig geil aus. Aber wie gesagt, ein Tour wird noch kommen. Und es wird noch demnächst, wir werden es noch nicht sagen, was noch für eine dicke, fette Neuigkeit gibt. Ja, das gibt. Dies noch, also dies nochmal. Also das ist so ein Zufall oder so ein Schicksal, wie man es auch nennen will. Habe ich selten erlebt, aber werdet ihr dann auch erfahren. Ich würde sagen, habt noch einen geilen Sonntag, Freunde. Entspannt und peace out, oder? Geilen Sonntag. Ja, yes, lasst sehr gerne ein Like da, einen Kommentar und ein Abo, was ihr, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr sehen möchtet, sehr gerne in die Kommentare reinhauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.